Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia. Es geht weiter zum Prügel-Tour. Ich werd recht böse. Willst du mich wütend machen? So, oh, dieses Gestanne, wie gesagt, es kotzt mich tierisch an. Wo kommst du denn auf einmal her? Ah, das ist einfach nur ein random Dings gewesen. Wenn wir gleich erstmal den Baseballschläger haben, dann läuft's halt schon mal deutlich besser. Achso, der gehört nicht dazu. Da bist du ja. Na, ich guck vielleicht erstmal, dass es ihr gut geht. Gut, der eine hat sich schon ziemlich schnell wieder verzogen. Ah, gut. Ich werd richtig böse. Du hast den Falschen erwischt. So, komm, Kollege. Den Baseballschläger will ich haben. Boah. Komm her. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder das jetzt... Och, Jungs, echt, das kotzt... Die Mission nervt mich gerade schon wieder tierisch. Nein, der Bastard macht uns alle kalt. Ja. Willst du mich machen? Allerdings, ja gut, der macht halt jetzt nichts mehr. Aber wenn ihr gerade schon mal hier seid... Kann ich euch ja auch nochmal umhauen. So, habt ihr jetzt davon. Da hast du den Falschen erwischt. Komm her. Das tust du. Und jetzt? Ach, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Ach, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Wir sind fast da. Dann schau ich's mir an. Also hätte ich sie einfach ansprechen sollen. Naja, kann man ja auch nicht wissen. Willst du mich wütend? Nein, ich habe heute was anderes vor. Hat er es einfach nochmal versucht, der Schlingel. So, jetzt ging es dann doch etwas besser. Auch wir haben auch jetzt nicht bei, also bei Weitem nicht mehr so viel eingesteckt wie am Anfang. Aber gut, wenn man, wie gesagt, weiß, wie es funktioniert einigermaßen, dann geht es meistens auch leichter. Trotzdem hätte ich gerne den Baseballschläger gehabt. Der ist doch relativ gut. Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter verließ uns kurz nach meiner Geburt. Arbeitest du auch mit Pauli? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen. Das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Er weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja. Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Ja, denke ich auch. Naja, also wie gesagt, guter Kerl ist halt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, er ist einer noch von den menschlicheren Mafia-Leuten. Vielleicht hat er das auch nur gesagt, um sie ein bisschen Sicherheit zu wiegen. Man weiß es ja nicht. Ach gut, dann gehen wir mal dahin. Gut, da wären wir. Komm doch rein. Gerne. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein.
Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig. Hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Der Abend verspricht, interessant zu werden. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde. Am nächsten Tag erzählte ich Salieri, was mit diesen Typen passiert war. Eine Bande von Rowdies hatte sich in der Gegend niedergelassen. Sie machten Ärger und jagten den Leuten Angst ein. Das gefiel Don Salieri gar nicht. Was? In meinem Revier? Eine Frechheit. Und zu allem Übel greifen sie wehrlose Frauen an. Ist Sarah irgendwas zugestoßen, Tommy? Nein, Boss. Sie ist okay. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Warum zum Teufel hat Luigi nichts gesagt? Wir hätten uns doch sofort der Sache angenommen. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Für wen halten die sich? Die Leute zahlen mir Schutzgeld. Also holen wir uns diese Ratten und schicken sie dahin, wo sie hingehören. Tom und ich kümmern uns darum. Denken diese Freaks, sie sind in einem verdammten Freizeitpark oder was? Mit meinen eigenen Händen mache ich sie fertig. Polly, immer mit der Ruhe. Niemand bringt irgendwen um, klar? Ich will, dass er ihnen eine Lektion erteilt. Brecht ihnen sämtliche Knochen im Leib und lasst sie in ihrem eigenen Blut liegen. Schickt diese Bastarde in einen Rollstuhl. Sollen die Kinder über ihre entstellten Gesichter lachen? Lasst alle sehen, was passiert, wenn jemand mein Revier beschmutzt. Klingt interessant, Boss. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir müssen rauskriegen, wo die Typen sich aufhalten. Vielleicht weiß Big Biff etwas. Er hängt immer auf dem Platz in Chinatown rum. Geht und findet ihn. Kein Problem, Boss. Oh, das sollten wir hinkriegen. Dann mal ab zu Vincenzo. Und dann müssen wir Biff nochmal nachfragen. Hallo, die Dame. So,
Ich glaube, genau, das neueste Auto steht halt immer dann hier unten. Dann holen wir uns mal eine Waffe. Gucken, was der Gute für uns hat. Na du? Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Winnie. Da kann ich euch diese hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Topspieler der Liga signiert. Oh, ich kann's nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du damit jemandem die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein paar Eisen. Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Danke, Winnie. Jupp, die sind wirklich gut. Zack. So. Dann gehen wir mal schauen. Du. Nehmen wir hier den neuen Sportwagen. Muss hier auch stilgerecht rumfahren, ne? Und ab nach Chinatown. Das war knapp. Machen wir uns auf den Weg. Wir müssen, nach oben. Vielleicht bleiben wir doch mal hier und müssen keine Brücken oder Tunnel durchqueren. Wäre ja auch mal was. Aber gut, wir fahren jetzt erstmal gemütlich los. Ups. So, dann hier noch einmal rüber. Oh, das ist gar nicht so weit weg. Schön, freut mich. Hätten wir uns ja auch ein langsameres Auto holen können. Ja, groß ausgeschildert hier. So, wie gesagt, es fährt sich ganz okay. Ist halt kein Rennwagen. Das sind ja hier die wenigsten. Nicht mal die Rennwagen sind Rennwagen. Du, geh da mal weg. Danke. Schön. Okay, dann sagen wir, parken einfach mal hier nonchalant. Und gehen dann mal einmal kurz nachfragen. Na du, bist du das? Oh, wie geht's, wie steht's, Jungs? Na du alter Fettsack, wir bräuchten da eine kleine Auskunft. Was ist denn los? So eine Bande von Witzbolden hat sich in unserem Revier breit gemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist. Dann können wir ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Pauli. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terra Nova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß sie von mir, Pauli. Danke, Biff. Du hast das gut. Wir müssen los. Klar. Macht's gut, Jungs. Danke. So, alte Servicestation ist, ja, um die Ecke. Aber wir fahren trotzdem mal hin. Wir haben doch keine Zeit. Und los geht's. Tucker, tucker, tucker. Weg. Es scheint ja auch absolut nicht zu stressen, wenn man hier im Auto rumkurft. Aber gut, ist halt zumindest in Vietnam, als ich damals war, war es halt genauso. Da war die sinnvollste Methode, über die Straße zu kommen, einfach mit dem Rücken zu den Autos rüberlaufen. Dann sind sie schon ausgewichen. Wenn du die anguckt hast, dann haben sie halt nicht gebremst. Ja, ja, ist ja gut. So, ich fahre einfach mal weg. Es
Wie gesagt, das verjährt ja relativ schnell. So. Ich schätze mal, das ist der Punkt. Mhm. Ja. Ich stelle mir die Wagen immer schon ganz gern so hin, dass wir da möglichst schnell fliehen können. Oder wegfahren, je nachdem, was ansteht. Ja, kriegen wir hin. Guten Abend. Die Partygäste sind da. Hey, Freundchen. Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Alle mal los. Autsch! Stirb hier! Gut, der wäre schon mal weg. Nichts Interessantes dabei. Schade. Die Herren? Stirb jetzt! Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch Friendly Fire oder sowas haben. Aua. Ja genau, hau einfach mal durch ihn durch. Ich frage mich, ob das Brecheisen besser ist als das der Baseballschläger hier. Ja, und Pauli geht's leider auch nicht mehr so gut. Naja. Ich hoffe, wir finden auch noch irgendwann Hilfe. Ah, ich habe jetzt auch das Brecheisen, sehe ich gerade. Das ist zumindest schon mal schneller. Das ist schon mal nicht schlecht. Alter, Polly macht aber echt nicht mehr lange. Würdest du vielleicht mal treffen? Okay, das hat den Vorteil, es ist zumindest schneller als der Baseballschläger. Das ist halt die Frage, ob es mehr Schaden macht. So. Pauli, renn doch mal nicht so vor. Wo ist denn der? Das kriegt er irgendwo auf die Fresse hier. Hier schon mal nicht. Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Ah, das war der Typ, dem wir geholfen haben. Ja, sonst geht's hier aber nirgendwo weiter, oder? Ah, der ist wahrscheinlich darüber gelaufen. Pauli. Gut, machen wir es nochmal. Idiot, ey. Fangen wir an. Denk dran, Tom, keine Ballerei. Also wie gesagt, KI-mäßig, es ist echt nervig, wenn die Mission halt an sowas scheitert. Hey Freundchen, Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Ich schneide dich in Scheiben. Alle mal herkommen. Ah! So, dann hauen wir den jetzt mal schneller platt. Ich frage mich halt, ob die mehr oder weniger optional sind da. So, dann hauen wir den vielleicht mal zusammen platt. Wieso bist du jetzt nicht mehr zu treffen, sag mal? Hm.
Jetzt kann ich nicht reden. Ja. Ich nehme das Brecheisen mit, aber ich glaube, ich gehe wieder auf die auf den Baseballschläger. Du willst keinen Stress, das ist gut für dich. So, dann gucken wir, ob wir die nochmal platt gehauen kriegen. Ich sollte ja mal drauf achten, wo halt Pauli hinrennt. Lass mich zuhauen, danke. So, ich glaube, das geht ja schon mal etwas besser hier gerade. Nee, wir kriegen auf diesen Sack wieder. So, doppelt getroffen. KI, Pauli, bitte hilf mir doch mal. Okay, jetzt haben wir gleich wenig. Da können wir jetzt mal zu zweit auf einen drauf. Alter, Pauli, was kriegt... Ach, wahrscheinlich treffe ich ihn dann auch noch. Das könnte halt auch sein. So, machen wir mal einen Folgenstopp. Ich glaube ja nicht, dass wir weit kommen, weil Pauli gleich wieder drauf geht. Aber ich hoffe mal, wir kriegen noch ein bisschen was gebacken. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.